So viel, wie Politiker in der Öffentlichkeit reden müssen, sollte man meinen, dass sie ihre Worte weise wählen und dass sie über Dinge nachdenken, bevor sie sich zu einer Sache äußern. Da Politiker aber auch nur Menschen sind und Menschen Fehler machen, ist es völlig normal, dass einem Politiker auch mal eine blöde Äußerung rausrutscht. Ich würde allerdings schon unterscheiden zwischen, naja, blöden Äußerungen und blöden Äußerungen. Und für dieses Video habe ich Fehltritte von japanischen Politikern rausgesucht, die schon wirklich stark an der Intelligenz, Kompetenz und Toleranz japanischer Politiker zweifeln lassen. Macht euch also gefasst auf rassistische, sexistische, homophobe und einfach nur dumme Aussagen, die japanische Politiker so wirklich in der Öffentlichkeit gebracht haben. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an mit einer geistreichen Bemerkung des LDP-Politikers Kazuya Maruyama, der während einer Sitzung des Verfassungsausschusses im Oberhaus Folgendes sagte. Später entschuldigte er sich für seine Aussage und versuchte zu erklären, dass die USA großartig seien, weil sie ja ihre Geschichte des Rassismus hinter sich gelassen hätten. Weil sich ja auch das Rassismusproblem in den USA zeitgleich mit dem Amtsantritt von Barack Obama einfach so in Luft aufgelöst hat, gell? Also starke Aussage auf jeden Fall. Wenn ihr die letzten Olympischen Spiele verfolgt habt, dann kennt ihr den nächsten Kandidaten bereits. Und zwar der Politiker Yoshiro Mori. Der war nämlich Leiter des Olympia-Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 bis zu seiner sexistischen Bemerkung. Mori vertritt oder vertrat, keine Ahnung, nämlich die Ansicht, dass Frauen zu viel redeten und würde man den Frauenanteil in diesen Sitzungen erhöhen, dann würden diese Sitzungen auch wesentlich länger dauern. Konkret ging es um eine Verdopplung des Frauenanteils in Führungsgremien der Sportverbände von 20% auf 40%. Und Modi meinte dann, dass unter Frauen so eine starke Rivalität herrschen würde, dass, Zitat, wenn eine von ihnen ihre Hand hebt, denken die anderen Frauen wahrscheinlich, dass sie auch etwas sagen müssen. Und dann sagen alle etwas. Ja, steile These auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen es ja aus dem Hörsaal in der Universität. Wenn eine Studentin was sagt, dann denkt die restlichen 155, oh, jetzt muss ich aber auch noch was sagen. Und dann sagen alle etwas. Wie lost kann man sein? Als nächstes möchte ich euch eine Politikerin vorstellen, die ihren männlichen Kollegen in nichts nachsteht, wenn es darum geht, nicht vertretbare Aussagen zu bringen. Und zwar sprechen wir von Mio Sugita. Die hat eine ganze Reihe an sehr kritischen Aussagen getätigt, ich möchte euch aber mal zwei Stück vorstellen. 2018 meinte sie zur Unterstützung von gleichgeschlechtlichen Paaren, kann man Verständnis dafür aufbringen, für LGBT-Paare Steuern aufzuwenden? Diese Frauen und Männer können keine Kinder produzieren, anders ausgedrückt, sie sind nicht produktiv. Deshalb trügen sie nicht zum Wohlstand der Nation bei. Puh. Also sie trägt mit ihrem dummen Geschwafel auch nicht zum Wohlstand der Nation bei, anhören muss man sich's aber trotzdem. Okay, also diese super smarte Politikerin hat offensichtlich vergessen, dass LGBT-Paare genauso wie heterosexuelle Paare arbeiten gehen und somit Steuern zahlen. Außerdem sind LGBT-Paare im Verhältnis zu heterosexuellen Paaren, die Kinder bekommen könnten, sich aber bewusst dagegen entscheiden, stark in der Unterzahl. Also warum sind es bitte schön die Bösen, wenn es doch ganz, ganz viele junge Paare gibt, die Kinder kriegen könnten, aber einfach keinen Bock drauf haben? Wieso sind jetzt die anderen die Blöden? Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann hängt also in Japan der Wert eines Staatsbürgers von seiner Reproduktionsrate ab, oder wie? Das heißt, die ganzen kinderlosen Paare sollten dann auch weniger Steuerzuwendungen bekommen, weil sie nicht produktiv sind? The fuck? Man kennt's. Die zweite Aussage von Sugita ist frauenfeindlich und löste genauso wie ihre Äußerung zu LGBT-Paaren in der Öffentlichkeit heftige Kritik aus. Und zwar soll sie wohl bei einer privaten Parteisitzung gesagt haben, Frauen können nach Belieben lügen. Und das meinte sie im Kontext von Frauen, die Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Mann geworden sind. Dass diese Aussage hochproblematisch ist, liegt auf der Hand. Denn es spricht Frauen die Glaubwürdigkeit ab, wenn diese Aussagen sexuell belästigt worden zu sein. Das impliziert so ein bisschen dieses, ja, Frauen lügen ja häufig und das machen dann halt wahrscheinlich auch einige, wenn sie behaupten, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein.
Anstatt Opfer zu ermutigen, Anzeige zu erstellen, verängstigt so eine Aussage einer hochrangigen Politikerin eher Frauen, überhaupt Vorfälle zu melden, weil man ihnen ja eh nicht glaubt. Und wie das im Interesse einer Gesellschaft sein kann, also keine Ahnung. Jedenfalls haben die übrigen Hirnzellen von Sugita wohl erkannt, dass diese Aussage der breiten Öffentlichkeit nicht so gut gefallen wird, woraufhin sie erstmal alles abgestritten hat. Am 25.09. sowas habe ich nicht gesagt. Am 26.09. meinte sie, eine Aussage wie bla 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 habe ich nicht getätigt. Am 30.09. ja okay, scheiße, ich hab's gesagt, lest das Statement auf meinem Blog. Verständlicherweise wurde daraufhin ihr Rücktritt gefordert, aber sie meinte selbst so, nee. Und ihre Partei meinte auch irgendwie so, nö. Und jetzt ist sie halt einfach noch im Amt. Yo. Okay. Der nächste Politiker, der sich für mein Video qualifiziert hat, ist der ehemalige Finanzminister Taro Aso. Der ist genauso ein Holzkopf und hat auch echt üble Aussagen gebracht wie diese hier. Beispielsweise meinte er, sexuelle Belästigung ist keine Straftat. Hä? Weiterhin meinte er, das ist doch nicht das gleiche wie Mord oder sexuelle Gewalt. Ja, klar ist es nicht das gleiche, aber macht das jetzt sexuelle Belästigung besser oder weniger schlimm? Ich denke, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass eine solche Aussage extrem rücksichtslos und unsensibel ist, Menschen gegenüber, die Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Und gerade im Amt als Finanzminister. Das kann man nicht machen. In einer Entschuldigung später fügte er dann hinzu, es tue ihm leid und er habe sich doch nur auf das japanische Gesetzbuch bezogen, in dem sexuelle Belästigung eben nicht als Strafbestand erfasst wird. Ja. Wow. Grund, was zu ändern. Warum er sich überhaupt zur Sache äußerte, lag an einem Vorfall, bei dem der Vize-Finanzminister Junichi Fukuda beschuldigt wurde, eine Reporterin des Fernsehsenders TV Asahi in einer Bar sexuell belästigt zu haben. Und zwar hat ein Wochenmagazin diese Anschuldigung zusammen mit einer Audioaufnahme veröffentlicht, auf der Fukuda gesagt haben soll, darf ich deine Brüste anfassen? Und wollen wir eine Affäre haben, sobald das Budget genehmigt wurde? Gut, ich weiß nicht, ob das stimmt, allerdings ist dieser Politiker infolge des Shitstorms zurückgetreten. Übrigens, mehr zu den engen Beziehungen zwischen Reportern und Journalisten in diesem Video. Eine weitere geistreiche Äußerung von Taro Aso betrifft die Geburtenrate. 2014 sagte er, viele Menschen haben die Ansicht, dass ältere Menschen ein Problem sind oder die Bösen sind. Doch dabei sind es die Frauen, die keine Kinder kriegen, die das Problem sind. Ha! Endlich hat's mal jemand gesagt! Ja, wie kann man sich nur weigern, einen Beitrag zu Japans Geburtenrate zu leisten? Aber falls ihr euch jetzt denkt, halt, Moment, das war 2014. Als ob der heute immer noch so denkt. Passt auf. Februar 2019. Es gibt viele Menschen, die so seltsame Dinge sagen wie, die Alten sind das Problem. Doch das ist falsch. Die, die keine Kinder kriegen, sind das Problem. Also erstens, wenn mittlerweile fast ein Drittel der gesamten japanischen Bevölkerung über 65 ist und das bei einer so hohen Lebenserwartung, dann ist das durchaus ein Problem. Zweitens, japanische Paare bekommen nicht erst seit letztem Monat keine Kinder. Das Problem ist seit Jahren bzw. Jahrzehnten bekannt. Und die japanische Regierung, von der er übrigens ja Teil ist, hat es in dieser ewig langen Zeitperiode nicht geschafft, das Problem klar zu identifizieren oder zumindest irgendwie etwas daran zu ändern, also zum Positiven. Come on! Hat er sich schon mal gefragt, warum so viele junge Paare keine Kinder kriegen wollen? Wäre doch der erste Schritt. Drittens. Frauenbashing zu betreiben, um von der eigenen Inkompetenz abzulenken, ist lächerlich. Zudem ist wohl noch keiner unserer cleveren Politiker auf die Idee gekommen, dass es nicht unbedingt zuträglich ist, in der Öffentlichkeit ständig negativ davon zu sprechen, Kinder zu bekommen. Das ist vielleicht Teil des Problems. Denn wenn Frauen in der Öffentlichkeit von Politikern häufig hören, sie sollen nicht so rumheulen, dass es so anstrengend ist, Kinder zu bekommen, was löst das in Paaren aus? Kriegen die dann Bock, Kinder zu bekommen? Macht das Dinge besser? Wohl nicht. So, ich könnte locker noch 20 weitere kritische Äußerungen vorstellen, aber zum einen wird es draußen dunkel und somit wird auch das Video immer dunkler. Und zum anderen ist das Thema, warum Japaner keine Kinder kriegen, einfach viel zu umfangreich, als dass ich es in diesem Video auch noch irgendwie erwähnen könnte. Ihr seht, japanische Politiker könnte man fast schon Comedians nennen, wenn es nicht so traurig wäre, dass vermutlich viele von ihnen diese Äußerungen, die sie nachher zurückgezogen haben, dass sie im Kern schon der Überzeugung sind. Denn
Für mich macht es nicht den Eindruck, als ob das so unüberlegte, unbedachte Äußerungen waren, sondern das klingt schon eher so danach, dass sie das wirklich glauben, dass sie es äußern und dann nur zurücknehmen, weil in der Öffentlichkeit ein richtig fetter Shitstorm ausbricht. Und das ist schon echt übel. Naja, wenigstens nehmen sie den Klimawandel ernst, oder? Okay, es reicht. Cut! Genug. Ach ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert den Kanal, falls ihr möchtet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Macht's gut und bis bald. Ciao.